Ja, hallo zusammen. Wir sind wieder zurück bei einer neuen Folge Force of Nature. Wir sind gerade dabei, dass wir uns Klamotten zusammenstricken für die kalte Region. Und mussten leider feststellen, dass uns dafür noch jede Menge Felle fehlen. Und deswegen werden wir auch heute dann erst einmal, sobald wir hier alles kontrolliert haben, uns auf den Weg machen, dass wir hier im Anfangsgebiet uns auf die Suche nach Fell machen. Ich werde jetzt hier auch erst einmal alles, was wir nicht akut benötigen, da lassen. Damit wir das dann nicht unterwegs irgendwie an jemanden verlieren. Das Fleisch wollte ich eigentlich noch zubereiten, aber das ist jetzt wurscht. Wir haben ja noch was dabei. Und dann machen wir uns einfach mal auf und schauen, was wir so finden. Hier erstmal Goblins, die leider keinen Fell tragen. Aber die uns mit ein bisschen Glück wenigstens Münzen bringen. Dass wir dann wieder Bauern herstellen können, beziehungsweise irgendwann vielleicht auch mal eine Bronzerüstung. Wobei ich mir für den Moment noch nicht ganz sicher bin. Ob es besser wäre, gleich dann auf Eisen umzusteigen. Da ist schon mal ein Bär, der hoffentlich ein Fell dabei hat. Ja, hat er jetzt oder hat er nicht? Ich glaube, der hat sogar zwei gehabt, wenn wir Glück haben. Bin mir gerade echt nicht ganz sicher, ob ich die abgeworfen habe. Oder ob das einfach die zwei waren, die über sind. Brauchen tun wir jedenfalls noch so um die zwischen 50 und 60, irgendwas in der Größenordnung. Das heißt, da müsste man noch den ein oder anderen Bären mehr finden, der so gönnerhaft ist. Wobei ich ja auch so ein Füchslein nehmen würde, aber die sind dann leider immer so schnell weg, wenn man denen einmal eine überbrät. Aufnimmt, sieht man die nie mehr wieder. Ich habe keine Ahnung, wo der hin verschwunden ist. Auf jeden Fall könnte das eine längere Aktion werden, glaube ich, bis wir da unser Feldzeug zusammen haben. Ups. Kurzer Hänger beim Speichern.
Ah, da haben wir doch schon mal ein Wildschwein. Das könnte uns eventuell auch weiterhelfen. Wenn es nicht stiften geht. Hatte immerhin ein Fell dabei. Wäre natürlich toll, wenn wir jetzt hier einfach mal eine so eine Sammelfolge dazwischen einlegen und dann einfach mal gemütlich mit den Fellen heimspazieren. Aber wie gesagt, ich fürchte, es wird so einfach nicht. Sichtverhältnisse sind jedenfalls schon mal unter aller Kanone hier. Nicht nur, dass es Nacht ist, nein, es muss natürlich auch noch regnen, ist ja eh klar. Geht es jedenfalls erst einmal nicht weiter. Schade, das ist leider ein normales Schwein. Bierchen! Hallo Bierchen! Komme ich denn zu dir? Besser wie nichts, würde ich sagen. Da kommen schon die nächsten. Bis das Bärchen hier hochkommt. So weit, so gut. Fell ist Fell, egal wie. Scheint jedenfalls mal eine ganz gute Ecke zu sein. Und da sind wieder meine Freunde. Die ich dann wahrscheinlich im Endeffekt beide nicht erwischen werde. Es sei denn, die bleiben hier beide hängen. Dann haben wir natürlich Glück und finden hier auch gleich noch einen Bären am Strand. Schauen wir mal, ob wir den Rest wiederfinden.
Ja, wo rennt er denn hin, der Fuchsler? Schauen wir doch mal mit der Sau mehr Glück haben. Leider hat die nichts dabei für uns. Sogar freiwillig zu uns, das ist ja total schön. Das ist ja mal richtig schön. Wo sind wir denn jetzt hier? Auf jeden Fall in der Ecke, wo es vor Gegnern wimmelt. Sind die Füchse hin? Ich brauche noch schneller Brot. Da sind Füchse. Und wenn ich wüsste, wie der da drauf gekommen ist. Könnte ich mir sein Fell holen. Und wie komme ich jetzt wieder runter? So. Okay, dann haben wir da drüben noch so ein Wildschweinchen. Damit sind wir dann immerhin schon bei 19 Fällen, was ja fast die Hälfte ist. War sehr großzügig gerechnet. Bitte keine Beschwerden hier bei allen Mathematikfanatikern. Ich weiß, dass es nicht die Hälfte ist, aber man muss ja optimistisch bleiben. So, kommen wir jetzt hier schon wieder Richtung Strand. Ne, kommen wir nicht, aber... Ist hier doch schon zu Ende. Ach, schau an, da ist ja noch der ganz seltene, gemeine Strandfuchs. Na, der kann aber schwimmen. So. Scheinbar ist dann hier auch die Insel zu Ende. Oder wahlweise kommen wir dann hier wieder in eine neue Klimazone. Was wir ja beim letzten Mal schon festgestellt haben, unter Umständen gar nicht so toll ist. Ganz kurz.
bisschen aufräumen. Und schauen, ob wir hier an der Landschaft hängen oder am Baum. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ne, scheinbar sollen wir hier nicht hoch. Oder zumindest nicht auf dem Weg. Vielleicht ist auch hier wirklich die Insel zu Ende, ich weiß es nicht. Wir bleiben hier mal grob auf Kurs. Schauen wir mal, was wir noch finden. Hier durchschlagen ist jedenfalls kein Spaß. So viel Kaffee habe ich nicht dabei. Hier gibt es leider nur Goblins. Oh nein, hier gibt es auch Bärchen. Komm Bärchen. Ah, na komm, es halt doch beide. Ein Fuchs. Hä? Was ist denn bitte das für ein Viech? Und hat das Fell? Oh, ich will es gar nicht. Ah, Hilfe! Aua, aua, aua. Ja. Ich habe den Yeti gefunden. Und der hat uns zum Glück kein Fell geklaut. Ja, in die Richtung sollten wir uns vielleicht dann nicht unbedingt ausbreiten. Scheint ja jetzt nicht so die ganz tolle Wahl zu sein. Ich habe 26 Fell. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall noch ein Höschen. Und dann fehlen ja nur noch die Stiefel und die Handschuhe. So, wo waren wir denn jetzt? Müsste hier die Ecke gewesen sein, da wollen wir also scheinbar nicht hin. Auch wenn da der Yeti wohnt, der wahrscheinlich 15 Fälle gehabt hätte. Aber dafür hätte man den erstmal irgendwie aus dem Frack stoßen müssen. Ja, und nächstes Mal würde ich sagen, ziehen wir uns dann die neue Hose an und machen nochmal eine Runde da, wo nicht der Yeti haust. Ein paar Fälle brauchen wir noch und bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.